Also ich bin der Helmi Abuleish von Sekem in Ägypten. Wir arbeiten seit 33 Jahren in Ägypten und haben Wüsteurbau gemacht. Und beim Wüstenurbau machen kreiert man unglaublich viel Biodiversität. Man kreiert lebendige Böden, da haben wir Millionen von Mikroorganismen. Wir haben hunderte von Tieren, von Vögeln, von Pflanzensorten in diesem Biotop in der Wüste angesässig gemacht. Und wir in der Zwischenzeit sind sicher, dass man mit biologisch-dynamischer und organischer Landwirtschaft die ganze Welt retten könnte vor Klimawandel, vor dem Verlust an Biodiversität, dass man Lebensmittelsicherheit herstellen könnte, dass man billiger, bessere Produkte herstellen könnte. Und daher tun wir alles, was wir können, um auf der ganzen Welt biologisch-dynamische und organische Landwirtschaft so zu fördern und so ins Bewusstsein der Verbraucher und der Politiker und der NGOs zu stellen, dass allen klar wird, wir haben eine Lösung für die großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Wasser, Energieknappheit, alles das kann biologisch-dynamische und biologische Landwirtschaft besser handeln als alle anderen Formen der Landwirtschaft. Und in dem Sinne wollen wir, dass alle, die das jetzt hören, uns helfen und mit uns zusammen für eine bessere Zukunft sich einsetzen.